البته من عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای بختر و مناجم زاده هستم از برلین در محفلی که به مناسبت 31 سالگرد استقلال تاجیکستان از طرف سفارت جمهوری تاجیکستان برگزار شده و این محفل دعوت شدم و فعلا شما ترانه ملی و آهنگ ملی را میشنوین و احتمالا بعد از آقای ستاروف سفیر جمهوری تاجیکستان که سال هاست در برلین این وظیفه را داشته بعد شما میرسه و صحبت میکنیم. البته او فارسی را به زبان خوب صحبت میکنه ولی اینجا ممکن است چون اکثرا یا همه آلمانی هستن به زبان آلمانی صحبت کنه. Der Republik Tadschikistan der Bundesrepublik Deutschland, Herr Imomedin Satorov, zu übergeben. Bitte, Exzellenz, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Kohler, sehr geehrter Apostolischer Nuntius Nikolai Petrovic, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freunde Tadschikistans. Heute kommen wir zusammen, um den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Republik Tadschikistan zu feiern. Ich begrüße Sie sehr herzlich und danke Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Vor 31 Jahren hat Tadschikistan den Weg in die Unabhängigkeit angeschlagen, in der Hoffnung auf Souveränität, Frieden, Entwicklung und Prosperität. Dabei legte unser Land auch schwierige Etappen für die Erhaltung und Stärkung der Grundlagen demokratischer Entwicklung zurück. Der Übergang von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft, der Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Opfern, Flüchtlingen und enormen wirtschaftlichen Verlusten in den ersten Unabhängigkeitsjahren hatten für Tadschikistan verheerende Folgen. Deshalb schätzen und hüten wir Frieden und Freiheit und unsere Unabhängigkeit wie unsere Augapfel. Wir entwickeln uns als ein wirklicher demokratische und soziale Stadt. Mit unserer Politik
der offenen Tür streben wir danach, mit der Weltgemeinschaft in Frieden zusammenzuleben, mit vielen Ländern gut zu kooperieren und die nachhaltige Entwicklung unseres Landes zu sichern. Wir pflegen direkte diplomatische Beziehungen mit 180 Ländern. Heute erkennt die Weltgemeinschaft unser Heimatland Tadschikistan nicht nur an, sondern unterstützt auch seine Vorschläge und Initiativen zur Lösung globaler und regionaler Probleme und unternimmt konkrete Schritte zu deren Umsetzung. In 31 Jahren haben wir viel getan, um die strategischen Ziele der Energiesicherheit, die nachhaltige Lebensmittelversorgung, der Anbindung an internationale Verkehrswege zu erreichen. Ein viertes strategisches Ziel ist die Stärkung der industriellen Entwicklung des Landes. Wir arbeiten zur Erreichung dieser Ziele mit vielen internationalen Partnern, darunter auch Deutschland, zusammen. Wenn wir einen Rückblick auf die 30 Jahre der bilateralen tadschikisch-deutschen Beziehungen werfen, so sehen wir eine dauerhafte Partnerschaft und Freundschaft. Wir wissen um die Bedeutung einer vielfältigen Kooperation mit Deutschland und möchten unsere Kontakte weiter stärken. Das Bereich Handel und Wirtschaft hat für uns eine hohe Priorität. Tadschikistan verzeichnet seit 2008 ein durchschnittliches Wachstum von 7%. Das derzeitige Handelsvolumen zwischen Tadschikistan und Deutschland spiegelt bei weitem nicht der tatsächlichen Möglichkeiten wider. Tadschikistan ist daran interessiert, direkte Investitionen, Spitzentechnologie und Innovationen aus Deutschland auszuziehen, um seine ungenutzten Ressourcen zu erschließen, seine landwirtschaftlichen Produkte zu verarbeiten und so seine Wirtschaft zu entwickeln. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft daran, die Investitionszusammenarbeit zu verstärken und die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren Ländern aufzubauen, die ein erhebliches Potenzial aufweisen. Wir hoffen darauf, dass viele deutsche Unternehmer Interesse an Tadschikistan und der Region Zentralasien haben. Verehrte Anwesende, in Tadschikistan, wie in den meisten Ländern der Welt, wird die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz eine Schlüsselrolle im Entwicklungsmodell der grünen Wirtschaft spielen. Derzeit arbeitet Tadschikistan an einem neuen kohlenstoffarmen grünen Wirtschaftsmodell. Daher ist eine effiziente Nutzung der Wasserkraft der wichtigste und wirtschaftlich sowie ökologisch unbedenkliche Voraussetzung für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. Über 60% aller Wasserressourcen in Zentralasien formieren sich auf dem Territorium Tadschikistans in vielen Flüssen mit einer Gesamtlänge von 28.000 Kilometern. Es gibt mehr als 350 Wasserkraftwerke und das Wasserkraftpotenzial wird auf 527 Milliarden Kilowattstunden im Jahr geschätzt, allerdings sind 95%